denke, da kann ich für alle Fans von Hannover sprechen, dass echt eine tiefe Trauer hier ist und auch eine Fassungslosigkeit irgendwo und dass man es überhaupt nicht realisieren und glauben kann. Ich weiß, ich bin ein bisschen wortlos. Ich habe auch. Gestern Abend, Dienstag, 10. November. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei an einem Bahndamm in der Nähe Hannovers. Bahnhof Eilwiese. 2,5 Kilometer von seinem Wohnhaus entfernt. Robert Enke vom Regionalexpress überrollt. Selbstmord. Sein Auto hat er abgestellt. Anschließend geht er auf die Gleise, wartet auf den Zug. Pressekonferenz vor Ort. Noch am gleichen Abend. Auch Jörg Schmadtke ist gekommen. Der Sportdirektor von Hannover 96. Wir haben heute einen großartigen Sportler, aber auch fantastischen Menschen verloren. Und wir stehen alle etwas unter Schock und sind noch nicht so richtig in der Lage, die Dinge wirklich vernünftig zu kommentieren. Von Vereinsseite können wir nur sagen, dass wir versuchen werden, Theresa so gut als möglich, also Frau Enke so gut als möglich zu unterstützen. Es wird schwer genug. Und ja, es ist ein tragischer Moment und mir fehlen auch ein Stück weit die Worte. Tut mir leid. Die letzten Bilder von Robert Enke. Am Sonntag nach dem Spiel gegen Hamburg. Auf dem Weg zu den obligatorischen Interviews. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, Robert Enke leidet an schweren Depressionen, die er verstecken wollte. Heute Mittag, Enkes Verein Hannover 96 gibt eine Pressekonferenz. Erst die Witwe findet die Kraft, die Wahrheit über die Krankheit ihres Mannes zu sagen. Wenn er akut depressiv war, dann war das schon eine schwere Zeit. Das ist klar, weil ihm auch der Antrieb gefehlt hat und ja, die Hoffnung auf baldige Besserung und weil es natürlich auch die Schwere darin bestand, das Ganze nicht in die Öffentlichkeit hinauszutragen und weil es ein ausdrücklicher Wunsch war, aus Angst, seinen Sport, unser Privatleben und alles zu verlieren, was natürlich im Nachhinein Wahnsinn ist. Ja. Robert Enke will die Fassade vom starken Sportler immer aufrechterhalten. Und es gelingt ihm jahrelang. Die Zeit während der Depression, die war nicht einfach, aber wir haben sie zusammen durchgestanden, weil wir schon mal eine Zeit nach Istanbul und Barcelona durchgestanden haben und auch mit Dr. Marxers Hilfe und einfach so viel Hoffnung daraus gezogen haben, dass was wir alles schaffen können und auch nach Laras Tod, das hat uns einfach so zusammengeschweißt, dass wir gedacht haben, wir schaffen alles und wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man schafft es doch nicht immer. Robert Enke im Frühjahr 2006. Er hat seine Tochter Lara auf dem Arm.
Sie ist 2 Jahre alt und hat bereits mehrere Operationen hinter sich. Lara leidet von Geburt an einem schweren Herzfehler. Ein halbes Jahr später stirbt Lara nach einem weiteren operativen Eingriff. Der größte Schicksalsschlag in Enkes Leben. Später entscheidet sich das Ehepaar, ein kleines Mädchen zu adoptieren. Die kleine Laila bereichert das Leben. Ist aber offensichtlich ein Grund, die Depression vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Enke hat Angst, zum zweiten Mal eine Tochter zu verlieren. Ich war immer dabei. Ich bin mit zum Training gefahren die letzten Male und habe ihn immer begleitet und ja, wollte ihm einfach helfen, das durchzustehen. Und hat ihm auch immer gesagt, wir können andere Hilfe auch in Anspruch nehmen, wie die Klinik. Aber er wollte es nicht aus Angst, dass es rauskommt und aus Angst auch, dass man Laila verliert. Und wenn man einen depressiv kranken Vater hat und was sich herausgestellt hat, was nicht stimmt. Ich habe auch schon mit dem Jugendamt telefoniert und hätte für alles eine Lösung gegeben. Eine Lösung hat Robert Enke nicht mehr gesehen, obwohl 6 Jahre lang an einer Lösung gearbeitet wurde. An der Bekämpfung der Depression, seiner Versagensängste. 6 Jahre war Robert Enke in psychotherapeutischer Behandlung. Eventuelle Selbstmordabsichten waren selbst für den Experten, seinen behandelnden Psychotherapeuten, nicht zu erkennen. Trotz intensiven ärztlichen Bemühungen und aufopfernden Unterstützungen der Angehörigen gelang es uns nicht, Robert Enke vor Selbstmord zu bewahren. In seinem Abschiedsbrief entschuldigte er sich bei dem Angehörigen und dem Behandler für die bewusste Täuschung über seinen seelischen Zustand der letzten Tage, die notwendig war, um seinen Selbstmordplan verwirklichen zu können. Eine Indikation aus meiner Sicht für die Zwangseinweisung bestand zu keinem Zeitpunkt, dass sich Robert Enke stets von akuten Selbstmordgedanken glaubwürdig distanzierte, behandlungsmotiviert war und sich an die abgesprochenen Gesprächstermine gehalten hat. Robert Enke stammt aus Jena und fällt schon früh als Talent auf. Jugendnationalmannschaft, internationale Bühne. Enke wechselt in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach mit 19. Erste Einladungen in die Nationalmannschaft. Erich Ribbeck beruft ihn in den Kader. Und mit erst 22 der Wechsel ins Ausland. Zu Benfica Lissabon nach Portugal. Die große Fußballwelt und Enke bewährt sich in ihr. Er wird auf Anhieb zum Publikumsliebling und später zum Mannschaftskapitän. Und er wird zum Helden für Lissabons Fußballfans. 2 gehaltene Elfmeter im UEFA-Cup-Spiel gegen Saloniki. Enke sichert Benfica den Einzug in die 3. Runde des UEFA-Pokals. Taten wie diese verzücken Lissabon. Und Enke bleibt zumindest im Blickfeld der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich denke, die 3 ersten Tore stehen im Moment für die EM. Und falls da was passiert, weiß aber Erich Ribbeck auch, dass er kennt mich von der Mexiko-Reise. Und ich denke, er weiß, dass er mich jederzeit holen kann, wenn da irgendwo Bedarf steht. Es geht noch weiter nach oben. Enke unterschreibt einen Vertrag beim Weltklub FC Barcelona. Aber es wird sein erster großer Rückschlag. Er kann sich nicht durchsetzen, spielt nur ein einziges Mal und bekommt danach keine Chance mehr. Er wird nach Istanbul ausgeliehen. Der Fanatismus hier ist ein Trauma für ihn.
Er wird im ersten Spiel mit Gegenständen beworfen und verlässt Istanbul sofort. Konsequent, aber diese Odyssee hat ihn krank gemacht. Robert Henke habe ich erstmal 2003 in meine Praxis gehabt, als er während seines Vertrages bei Barcelona und dann Istanbul unter Depressionen und Versagensängste litt und sich dann bei mir mehr Monate täglich behandeln ließ. Das stabilisierte sich nach einigen Monaten, sodass er, ich glaube schon im Frühjahr 2004, wieder in Spanien, dann unmittelbar danach in Hannover, wie wir alle wissen, erfolgreich auch spielen und leben konnte. Der Wechsel nach Hannover ist für Enke wie eine Rückkehr ins Leben. Ein Spieler und ein Verein haben sich gefunden. Hier wird er gebraucht. Er gibt einer wackeligen Mannschaft Stabilität und entwickelt sich auch selbst immer weiter. Mehrmals wird er von den Spielern der gesamten Bundesliga zum besten Torwart in Deutschland gewählt. Was Robert Enke in der letzten Minute gemacht hat, war einfach sensationell. Also ich kenne keinen Torwart mit ähnlichem Verhalten in Deutschland. Er hat ohnehin eine hervorragende Leistung gemacht, aber das hat letztendlich auch die Krone aufgesetzt. Als er sportlich wieder oben auf ist, folgt der nächste, der schlimmste Rückschlag. Seine Tochter Lara stirbt, obwohl sie nach vielen Operationen schon über den Berg schien. Hannovers Fans kondolieren. Die ganze Bundesliga nimmt Anteil an Enkes Drama. Er selbst sieht seinen Weg in der Ablenkung. 6 Tage nach dem Tod seiner Tochter geht er aufs Spielfeld und bemüht sich um Normalität. Ein halbes Jahr später. Im Trainingslager in Spanien sieht die Öffentlichkeit erstmals wieder den lachenden Robert Enke. Und erstmals spricht er über seine Trauer. Ich denke schon, dass ich im Training schon wieder so weit bin, dass ich mich hundertprozentig auf die Sache konzentrieren kann. Dass ich mich auch über jetzt die letzten Spiele in der Bundesliga oder Pokalspiele in Duisburg, dass ich mich darüber freuen kann. Insofern denke ich schon, dass es auf jeden Fall eine Entwicklung gab im Gegensatz zu den ersten 2 Wochen. Er hatte sich damals fest vorgenommen, sich sein Leben nicht vom Schmerz zerstören zu lassen. Man kann ja nicht den ganzen Tag nur trauern und sich in die Ecke setzen und sagen, es kann nicht weitergehen, es muss weitergehen. Ich habe eine Verantwortung mir gegenüber, meiner Frau gegenüber, unserem Leben gegenüber. Knapp 4 Monate nach dem Tod der kleinen Lara geht Robert Enke seinen Weg, den Schicksalsschlag zu verarbeiten. Er redet darüber, ganz bewusst, auch mit den Medien. Es ist einfach so, dass es, glaube ich, schon hilft, wenn man viel darüber redet und es nicht als Tabuthema behandelt. Weil sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, dass das passiert ist, hilft schon ein Stück. Der Fußballstar gibt damals Einblick, wie er mit dem Schmerz umgeht. Die kleine Lara war für ihn und seine Frau immer noch da. Das meine ich so, dass viel über sie gesprochen wird, dass meine Frau und ich viel über sie sprechen, über spezielle Sachen, die sie immer gemacht hat, wie sie war und es ist schwer auszudrücken. Also dass wir wissen, dass sie leider nicht mehr bei uns ist, aber dass wir halt viel über sie sprechen und sie irgendwo so bei uns haben auch. Die Depressionen werden ihn nicht verlassen, aber Fußball ist auch Enkes Beruf, trotz der Krankheit. Kurz nach dem Tod der Tochter unterschreibt er einen Vertrag für 3 weitere Jahre in Hannover. Es gab viele, viele Sachen, die wir in die Überlegungen mit einbezogen haben. Natürlich spielt das eine Rolle, dass das Grab unserer Tochter ganz in der Nähe von unserem Haus ist.
Aber es ist natürlich auch so, dass es auch eine berufliche Entscheidung ist. Den sportlichen Ehrgeiz hat er nicht verloren. Die deutsche Nummer 1 im Tor zu werden, das war sein Ziel. Trotz allem, was passiert war. Seit unsere Tochter auf der Welt war, ist die Wichtigkeit des Fußballs einfach nicht mehr so da, wie sie vorher war. Das ist ganz klar. Trotz all dem ist es mein Beruf, in dem ich versuche, so gut wie möglich zu sein. Und so gut wie möglich sein bedeutet, auf der persönlichen Schiene in die Nationalmannschaft zu kommen. Und da werde ich alles dran setzen. Die Nationalmannschaft hat einen guten Freund verloren und einen von uns allen sehr, sehr geschätzten Vorzeigesportler. Der deutsche Fußball wird Robert Enke nie vergessen. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie. Warum? Ich werde Ihnen diese Frage nicht beantworten können. Aber man darf sicherlich sagen, wir dürfen, soweit wir es können, nie zulassen, dass ein Mensch, der doch auch so viel Wertvolles mit diesem Freitod aufgeben muss, dass ein solcher Mensch in eine absolut alternativlose Entscheidung offenbar gerückt wird. Was hat dazu geführt, dass er sich in dieser Situation wiederfindet? Ein großartiger junger Sportler, ein erfolgreicher Fußballer, bei vielen Clubs angesehen, ein junger Mann mit einem tollen Charakter, mit einer super Ausstrahlung auf Menschen, mit bescheidenem Auftreten. Ein junger Mann, dem einige Schicksalsschläge in der Tat in seinem jugendlichen Alter geschehen sind. Nicht zuletzt der Verlust des kleinen Kindes. Das alles hat er, so glaubten wir, aufgefangen und hat es umsetzen können in Botschaften für die Menschen. Er hat sich sozial verantwortlich gezeigt, hat eine Stiftung gegründet und ins Leben gerufen, um Kindern zu helfen, die mit einer ähnlichen Krankheit leben müssen. Ein toller, junger Mann. Warum ist er dann in dieser ausweglosen Situation? Im Herbst 2007 ist Robert Enke fast am Ziel. Er gilt als Nummer 1 für die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. 8 Länderspiele macht er, aber kaum steht er im Tor, sieht er sich einer Diskussion ausgesetzt, die ihn belastet haben könnte. Der Bundestorwarttrainer Andreas Köpke stößt eine Qualitätsdebatte an. Deutschland habe keinen Weltklasse-Torwart mehr. Das Prädikat Weltklasse, glauben einige, bekommt man nur in einem Weltklasse-Verein. Es geht einfach nur darum, eben, dass ich weiß, dass ich, wenn ich wirklich absolute Klasse werden muss, eben auch in einem Verein spielen muss, der es mir ermöglicht, mich dort wirklich mit den Besten permanent messen zu können. Robert Enke spielt für Deutschland. Im Verein spielt er allerdings nicht international. Mit Hannover ist er nicht in den Europapokalwettbewerben vertreten. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff rät Robert Enke zu einem Wechsel in einen internationalen Spitzenclub. Der Torwart scheint sich an der Debatte nicht zu beteiligen. Er gibt sich unbeeindruckt. Die Aussagen vom Bundestrainer, auch vom Andi Köpke, waren in diese Richtung immer eindeutig, dass sie eben unabhängig jetzt von der Tabellensituation meine Leistung beurteilen. Und da bin ich, glaube ich, selbstbewusst zu sagen, seit ich wieder spiele, seit der Rückrunde habe ich gute Leistung gebracht. In den Fußballfachmagazinen sind die Statistiken eindeutig. Robert Enke ist Deutschlands bester Torwart.
Die Bewertung in Zahlen ist das eine, die Bewertung der Persönlichkeit ist das andere. So bezeichnet Fußballlehrer Ottmar Hitzfeld Enke als einen Torwart ohne Ausstrahlung. Gegenwind, Druck und Pech, dass er nicht das Gegenteil beweisen kann. Kurz vor dem wichtigsten WM-Qualifikationsspiel gegen Russland im November 2008 bricht er sich das Kahnbein. Ist natürlich ein bisschen schade für mich, jetzt auch der Zeitpunkt, aber Sportverletzungen gehören nun mal dazu. Und insofern bin ich ganz guter Dinge, dass das dann auch wieder innerhalb von 2-3 Monaten wird. Enke hat die Rolle des starken, ausgeglichenen Torwarts perfekt gespielt. Es hat keiner gemerkt. Die Fans nicht, die Journalisten nicht und auch die Nationalmannschaftskollegen nicht. Der Fußball hält inne. Niemand hat von der Depression Robert Enkes gewusst. Wir haben ihn immer als sehr gefestigt, sehr stabil festgestellt, kennengelernt, als jemanden, der immer ein Lächeln auf dem Gesicht hatte, der eine unglaublich positive Ausstrahlung auf die Mannschaft in guten wie in schlechten Zeiten ausgestrahlt hat. Auch deshalb war er für uns in unseren Planungen, in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft ein ganz wichtiger Spieler, weil er über das eigentliche Ergebnis hinaus für die Mannschaft immer ein wichtiger Halt war. Und umso mehr erschüttert uns das natürlich. Und ich kann nur sagen, das, was der Präsident eben gesagt hat, wir haben mit der Mannschaft nochmal zusammengesessen. Wir haben gestern Abend beim Abendessen musste ich diese schlimme Nachricht der Mannschaft und dem Betreuerstab überbringen. Es wird vielleicht bei Ihnen den einen oder anderen wieder geben, der das kommentieren wird. Ist auch Ihre Aufgabe, ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht. Sie waren nicht im Kreis dabei. Und deswegen, so wie ich jetzt fühle, fühlen auch die Spieler. Robert Enke hat sein Innerstes nie nach außen gekehrt. Er war kein Fußballer, der sich in den Mittelpunkt gestellt hat. Bilder aus seinem Privatleben hat er vermieden. Nur einmal hat er einem Kamerateam erlaubt, ihn bei seinem Bauernhaus im 400 Seelendorf Empede zu besuchen. Nur wenn es um sein Engagement für den Tierschutz ging, ließ er sich einen kleinen Einblick entlocken. Fast ein Dutzend verwahrloste Hunde und Katzen hatten die Enkes auf ihren Stationen in Portugal und Spanien eingesammelt. Hundefutter, was eine Überraschung. Der Tierschutz war eine echte Leidenschaft, die Enke von seiner Frau Theresa angenommen hatte. Ja, ich bin da mehr so reingerutscht. Also meine Frau hat damals als kleines Mädchen schon alle möglichen Tiere, die krank oder verletzt waren, gerettet und nach Hause angeschleppt. Er war kein Fußballstar aus der Glitzer- und Glamour-Welt. Er war auf dem Boden geblieben. Deswegen haben sie ihn in Hannover so gemocht. Am Abend ein ökumenischer Gottesdienst in der Marktkirche von Hannover. Das Länderspiel gegen Chile am Sonnabend in Köln ist abgesagt. Unter den 800 Trauernden der Nationalmannschaftsmanager, der Bundestrainer Joachim Löw sowie einige Nationalspieler. Geh weiter, mit Hoffnung in deinem Herzen. Du wirst niemals alleine gehen. You'll never walk alone. Doch Robert Enke ist seinen Weg alleine zu Ende gegangen. Ganz alleine. In der Dunkelheit, die ihn offenbar umgab, die in ihm gewesen sein muss.
Alle dachten, er ist wieder da, er kehrt zurück zu seinem geliebten Sport, geht seinen Weg weiter, gemeinsam mit der Mannschaft, den Fans von Hannover 96, auch mit der Nationalmannschaft. Und dann kam gestern diese unfassbare Nachricht, dass er den Weg in diesem Leben nicht mehr weitergehen wollte. Alle Vermutungen, alle Fragen nach dem Warum, ich denke, wir sollten sehr vorsichtig sein. Es ist jetzt die Zeit der Trauer um einen Menschen, der vielen Jugendlichen und vielen Erwachsenen viel bedeutet hat. Der ein Vorbild war, ein Hoffnungsträger, ein Sportler, der mit seinem hundertprozentigen Einsatz für den Sport und seinem sozialen Einsatz viele begeistert hat. Ein Mann, dessen Umgang mit dem Tod seiner kleinen, kranken Tochter uns alle berührt hat. Ein Mann, der viel zurücklässt, was ihm selbst kostbar und wertvoll war. An ihn denken wir heute Abend und wir denken an Sie, liebe Frau Enke, und Ihre kleine Tochter, die ein neues Familienleben aufbauen wollten. Wir denken an Sie und wir danken Ihnen, dass Sie unter uns sind. Wir denken auch an die Mannschaftskollegen in Hannover, in der Nationalmannschaft, die Trainer, Betreuer, an die Fans, die so sehr getroffen sind. Wir denken an die beiden Lokführer, die Einsatzkräfte, die Notfallseelsorger, die gestern Abend an der Unfallstelle waren. Und wir dürfen darauf vertrauen, für Sie alle, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Die Mannschaft geht voran. Die Mannschaft von Hannover 96. Der Trainer, Andreas Bergmann. 35.000 Menschen aus der ganzen Republik sind gekommen, um Abschied zu nehmen. Abschied von Robert Enke.